Hallo, dies hier ist mein Versuch, als Shorty in unter einer Minute den Osterbrauch des Plapperwassers zu erklären. Also das war so. In der Osternacht von Samstag auf Sonntag war es Brauch, dass die Frauen, meistens die Mädchen, unverheiratet, losgezogen sind zu irgendeiner Quelle oder einem Fluss und da haben sie dann Wasser geschöpft, das sogenannte Osterwasser. Und das hatte heilende Wirkung. Wenn man das trank oder sich damit eingewaschen hat, dann wurde man besonders schöne Haut und jung und so. Dabei durften die nicht reden und es musste heimlich geschehen. Und die Burschen der Stadt, die haben den Mädchen dann meistens aufgelauert und haben versucht, die zum Reden, zum Plappern zu bringen. Und wenn die es geschafft haben, dann wurde dieses Wasser zu Plapperwasser und hat seine Wirkung vollkommen verloren. Das ist vor allen Dingen ein Brauch aus Pommern, Spreewald, Lausitz, Fränkische Schweiz. Irgendwo aus der Ecke kommt das her. Ich kannte das auch nicht im Rheinland, aber hier ist das Brauch. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, kann ich hier noch ein Filmchen einblenden. Ein Schokoladenmann! Das ist für mich. Das war's schon. Es ging ja schnell. Tschüss.